Der Pay-TV-Sender Sky überraschte in diesen Tagen mit zwei Neuigkeiten. Erstens stieg die Zahl der Abonnenten deutschlandweit auf 3,2 Millionen. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Die zweite Neuigkeit, das Sky Service Center Deutschland schuf am Standort Krebsförden 70 neue Arbeitsplätze. Das war Grund genug, um zu feiern. Kein geringerer als der Kaiser. Franz Beckenbauer eröffnete den neuen Arbeitsbereich mit der Geschäftsführerin Daniela See und der Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika Gramko. Allein 50 der 70 neu eingestellten Mitarbeiter kümmern sich um die Anliegen der Sky-Kunden. Die anderen 20 sind mit Schulungs- und Führungsaufgaben betraut. Hoffen wir also, dass Sky weiter wächst, damit auch der Standort Krebsförden dauerhaft bestehen oder sogar noch wachsen kann.